Und mit der 97, Freddy! Sowie unsere Coaches, der Head Coach Kevin und sein Assistenztrainer Mark. Danke, Steelers! Ja, das war jetzt die Aufstellung der Steelers. Etwas länger gedauert hat. Ja, hat etwas länger gedauert. Irgendwas hat nicht so ganz mit der Technik vielleicht oder wie auch immer eingeschlafen. Naja, so soll es vielleicht auch sein. Sturm, starker Block von Cabana. Jetzt die Möglichkeit, Lucas. In der Mitte Brown dabei. Lucas daran hoch. Brown und Tor! Da ist der Treffer zum 1:0 für die Pietigan Steelers. 50. Spielminute. Neuzugang Rob Brown fügt sich gleich mit seinem ersten Treffer für die Steelers ein. Davor super Vorlage von dem anderen Neuzugang Max Lucas. Ja, und man kann sagen, die verdiente Führung. Aber ist natürlich noch nichts gewonnen. Die Tower Stars haben seit dem zweiten Drittel auch gewaltige Chancen auf der Kelle. Jetzt wird erstmal einer noch weggeschickt, genau, ja, Matt McKnight. Aber warum schmeißt er das Ding auch nicht einfach rein? Bulli geht an die Tower Stars, Dück. Wo ist die Scheibe zwischen seinen Beinen? 5 Sekunden noch. Vielleicht jetzt nochmal und Cabana sichert es. Das war's. Die Steelers, gelingt ein Auftakt nach Maß. Schlagen in einem spannenden Spiel die Tower Stars aus Ravensburg mit 1:0. Ja, jetzt gibt es hier noch ein bisschen hitzigen Gesprächsbedarf. Wir kommen nun noch zur Ehrung der Spieler des Abends. Für mich auf Seiten der Tower Stars ganz klar Jonas Langmann und bei den Steelers auch Martinovic. Ja, mit einem Standout auf jeden Fall.